Willkommen zu einer weiteren Folge Black Desert Peace 4. Wir haben jetzt hier die ganzen Sachen geschafft. Das heißt, ich kann die Quest... Oh, muss ich mit den Schwarzgeistern oder was? Für die eine Quest? Nee. Hä? Moment. Ah, da muss ich mal ganz kurz meine Nase. So. Okay. Wo muss ich dafür hin? Ach, da nach vorne. Okay, gut. Da muss ich nach da vorne. Oh, da muss ich nach da vorne. Cool. Wo muss ich dafür hin? Auch da vorne. Und das ebenfalls. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach dahin. Unterwegs waren wir natürlich noch ein paar Viecher hier platt. Ein paar Plünderer. Bist du ein Plünderer? Ja, du bist ein Plünderer. Ein paar Totems kaputt machen, weil ich glaube, das müssen wir auch machen. Das sieht schon gut aus, ne? Oh, Dämmerung 1 haben wir jetzt, okay. Und hier können wir was looten. Letztes Mal fett am Irsch. Kann ich währenddessen der... Oh, der währenddessen der das macht, kann ich sogar hier gucken, oder was? Nee. Schade. So, wir haben Dämmerung bekommen. Ach, das müssen wir erst lernen. Oh, lul. Ah, ich verstehe. Das müssen wir erst lernen. Erlernbar. Permanente Nahe braucht 5 Punkte. 4, 5, 5, 3. Nehmen wir erstmal das hier. Ja, und dann können wir noch verborgene Schlag leveln. Ah, I got it. Jetzt können wir auch das mit Kreis machen hier, oder was? Ja, das mit Kreis haben wir schon. Ah, da war es, der verborgene Schlag. Probieren wir mal aus. Okay, das war es nicht. Oh, was? Hier kann man auch mit der Spitzhacke fälschen? Ah, okay, cool. Was man nicht alles machen kann, ne? Also, wie oft kann ich die Sträucher eigentlich durchsuchen? Habe ich das nicht schon in der letzten Folge durchsucht, das Ding? Ich warte mal. Mal gucken, ob das nochmal geht. Na gut, klar, irgendwann muss es ja wieder gehen, ne? Ist klar, es ist ein MMO. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Dass es so schnell jetzt ging, das hätte ich nicht erwartet. Zack, bam, bam. Bam. Gib mal dein Ornament, dankeschön. Verborgener Schlag. Und wir hatten noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe wieder. Die Kobold-Plünderer geben aber auch wirklich nicht wirklich viel ab, so. War das Dämmerung, was ich gelernt hatte? Alle Talente. Ja, ich will eigentlich mehr so die Talente haben, die ich gerade eben erlernt habe, ne? War das das hier? Ne, das habe ich nicht erlernt. Ja, verborgener Schlag und dann noch irgendwas anderes. Nee, ich weiß es nicht. Wir müssen da auf jeden Fall durch. Wie kommt man denn da hin? Oh, was ist denn das da für ein Vieh? Oh, warte mal, wir haben eine sichere Zone betreten. Da konnte ich doch dann irgendwas machen, was ich in der ersten Folge machen wollte mit der sicheren Zone. Salon, ne? Das wollte ich mir mal anschauen. Man kann echt sein Aussehen ändern?
Das wusste ich echt nicht. Okay, man kann also immer sein Aussehen ändern. So. Finde ich ja irgendwie schon cool. Was bist du für einer? Ah, du bist ein Plünderer, Pär. Was ist er da? Was macht ein Grauwolf hier, Lul? Ah, und Grauwölfe kann man dann mit einem Gerbermesser, Schlachtermesser oder und Fähigkeitssammler dann. Ja, halt gerben, ne? Ist klar. Macht Sinn. Die sammeln wir noch ein bisschen. Immer so zwischendurch, ihr wisst Bescheid. Habt ihr Punkte? Oh, wer ist er denn? Ein Stahlkobold. Ah, wir sind jetzt wieder hier in neuen. Okay, neue Kobolde. Ah. Lol, Stahl-Kobold-Rang, ist ja alles klar. Ja, moin. Das ging jetzt auch ganz schön schnell. Heftig. Ich find's ja nicht schlecht, aber... Manche dauern so ewig, ne? Die geben wenigstens auch Sachen. Ich muss da also rein. Das dauert manchmal ganz schön lange. Oh, was? Das dauert manchmal ganz schön lange, bis man hier was looten kann. So, guten Tag. Mensch, wir kommen in die erste Stadt rein. Unsere allererste Stadt. Wir machen mal hier die Klinge weg. Wir sind friedlich. Ach, guck mal, da ist er hier wieder. Wieder so ein Dicker. Einzelwarenhändler. Okay. Kann ich hier auch was sammeln? Wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Und wir haben natürlich auch eine Weltkarte, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das stimmt. Die Weltkarte ist nämlich hier. So. Wir waren am Anfang. Was? Feldboss? Da ist ein Feldboss. Betreten? Oh, was? Nein, was habe ich da gemacht? Ich will eigentlich den Feldboss machen. Ah, guck mal hier. Da kann man Holz fällen. Was ist das hier? Hat man irgendwo hier eine Legende? Da ist Bergbau. Das ist hier auf jeden Fall dieser Schrein, ne? Ich glaube ja. Ich weiß gerade gar nicht. Rauszoomen. Ach, da ist Rotnase sogar. Da sieht man schon wieder aus, wie da oben. Okay. Schließen. Die Welt ist auch so riesig, ne? Es ist halt echt krass. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was die anderen Symbole da jetzt bedeuten. Oder ob es hier eine Legende gibt. Weil hier gibt es irgendwie keine Legende. Was bedeutet denn das? Territoriumsressourcen? Grundwasserinfo? What? Grundwasserinfo? Temperaturinfo? Luftfeuchtigkeitsinfo? Info zum Postenkrieg? Und Produktionsinfo und Wissen. Ah ja. Hier kann man anscheinend ganz schön viel Wissen sammeln. Interessant. Okay, krass, aber sowas wie Territoriumsressourcen und sowas alles.
Ah, man kann bis zu 10 Markierungen machen, unten sehe ich auch gerade. Halten zum Markieren. Ich will aber gerne. Da ist meine erste Markierung. Da will ich gerne hin. Okay, ich möchte mich ehrlich gesagt über die ganzen Dinger hier noch gar nicht spoilern. Ich müsste jetzt eine Markierung irgendwo haben, ne? Ja, die sitzt da hinten, oder was? Ja. Und da ist auch irgendwo dieser Feldboss. Ich will den mal machen. Verarbeitung Meister 6 erreicht, alles klar. Und so langsam sollte sich auch mal meine Ausdauer wieder auffüllen. Gehen wir da mal gucken, wo der ist, ne? Gehen wir mal hier an allen vorbei. Suchen wir mal den Feldboss. Der ist es ja nicht. Oh, was ist denn hier? Kupfer? Ja, tatsächlich, ja moin. Null. Hä, aber wo ist denn jetzt dieser Feldboss? Wie kriegt man denn den? Oder muss man die durch Quests kriegen, ne? Erst. Warte mal, wir können auch einfach das Rad hier und dann hier oben. Hier war der Rad. So, es geht schneller. Das ist ein Port. Ja, okay, gut. Also ich bin jetzt hier und da habe ich meinen Marker gesetzt. Wieso kann ich meinen Marker dann nicht? Ich will den Marker da hinten nicht weg haben, ne? Wieso kann ich das nicht? Wieso? So, jetzt ist der Marker wenigstens weg. Glaube ich. Trotzdem weiß ich nicht, wo der Feldboss ist. Der spawnt doch safe nicht nur. Sind das hier Wildschweine? Ja, das sind Wildschweine. Okay, moin. Da, ich bin schon wieder vorbei. Lol. Wie werde ich denn jetzt bitte angezeigt? Au! Blöde Bitch, ey. Oh, nein, ich wollte dich gar nicht rufen. Verpiss dich. So. Kann ich den Marker auch wieder wegmachen oder geht das nicht? Wegmarker. Okay, gut. Dann machen wir jetzt einfach die Quest weiter. Keine Ahnung, wo der Feldboss hier ist. Vielleicht kommt das noch. I don't know. Aber da es ein MMO ist, denke ich halt, dass der auch vielleicht zu einer bestimmten Tageszeit spawnt. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, ich will normal sprinten. Ah, man muss einmal drücken, okay. Cool. Hui! So, was ist denn hier eigentlich der Fall? Alter Kasten, was? Oh! Okay.
Ich habe nichts bekommen davon. Is it potions that you need? Okay, mal mehr Soldaten werden verletzt. Ist das Arzneimittel von Feenia schon fertig? Ihr müsst eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, damit der NPC sein Wissen mit euch teilt. Trefft euch zunächst mit dem auf der Weltkarte verzeichneten NPC und kehrt danach zurück, um mehr zu erfahren. Okay. Wo steht denn jetzt eigentlich mein Geld? Ich sehe die ganze Zeit nur meine 300.000 Silber, aber das hier ist ja eine andere Währung. Das hier ist ja richtiges Geld, oder? Alchemietisch, lol. Was macht denn das? Ein Werkzeug, mit dem sich die Bestandteile einer Substanz rekonstruieren lassen. Es kann ein Wohnsitz aufgestellt werden. Ah, cool. Oha, 50.000. Für traditionellen Alchemietisch. Wir können auch verkaufen. Ganz ehrlich, dieses Event mache ich doch eh nicht. Wo ist denn jetzt mein Geld? Ich verkaufe mal einen so eine Schneeflocke, ne? Nee, eine. Ach, das ist doch das Geld da, oder was? Dieses Silber? Das ist halt ein anderes Symbol. Ja, da muss ich ja gar nichts verkaufen, habe ich ja noch genug. Und wissen kann ich... Ah, ich verstehe. In diesem Kreis fliegt jetzt so ein Fragezeichen umher. Das bedeutet, man kann mit der Person Wissen teilen. Oder wie ist das? Ich glaube ja, aber man muss einen bestimmten NPC auf der Weltkarte erst besuchen. Boah, man kann sogar aus Fässern was mitnehmen. Oh, Tränke. Die sollte ich mir mitnehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal schwierigere Gegner. Und auch schon wieder hier, die Zeit ist fast vorbei. Krass eigentlich. Oh, was hast du denn jetzt gemacht, ey? Meine Güte. So, Feenia. Oha, was gibt's denn da alles noch? Ein Schmied. Ja, ich möchte zum Schmied. Defense is survival. Don't hesitate investing in armor. Was hat er denn so Schönes? Buch der Schmiedegeheim? Alter, 1 Million? Was macht denn das bitte? Die Finanzation sogar nicht so weitergeschrieben, okay? Ihr könnt damit bis zu 20 Angestellte. Aha. Ah ja. Okay, keine Ahnung. Der hat aber auch nur Rüstung, ne? Und auch noch teure dafür. Also, ob sich das lohnt? Ich krieg ja eh kaum Schaden. Naja, gut. Okay, wir werden mal erstmal damit Finja oder wie die heißt hier. Warum wird das schon wieder eine andere. Oh. Seht ihr das oben auf der Minimap? Die ganzen Fragezeichen da? Die da angezeigt werden, wenn man da so langläuft? Also, wenn man da so ist? Krass. Aber wir gehen jetzt erstmal dann zu dieser Finja hier. Und. Oder Feenia, keine Ahnung wie die heißt. Und dann werden wir mal mit der quatschen. Und dann sollen wir woanders noch hin. Dann sollen wir irgendwie hier hin. Keine Ahnung, was das sein, warum ich da hingehen soll. Aber gut. Wir werden das in der nächsten Folge mal sehen. Es hat alles noch ein bisschen sehr komplex und kompliziert. Aber ja gut, wie gesagt, ne, MMOs sind am Anfang eigentlich meistens so. Wenn sie was, ne, wenn sie auf jeden Fall ein bisschen Tiefgang haben. Gut, dann bis morgen zur nächsten Folge, haut drin und tschüss.